FDOE Full Day of Eating mit Pascal. Hier ist mein Frühstück Nummer 1. Das sind einmal 100 Gramm Haferflocken, 30 Gramm Whey, ein paar verschiedene Beerensorten, Zimt und Walden Farms Chocolate Syrup. Das macht 500 Kalorien, 35 Gramm Protein, 60 Gramm Kohlenhydrate und 9 Gramm Fett. Let's go! So, das ist jetzt schon die dritte neue Aufnahme, weil ich mich einfach nicht kurz halten kann. Genau, ich habe mir heute Morgen einen Booster gemacht, habt ihr gesehen, jetzt gerade vor dem Training, also das ist jetzt ungefähr 20 Minuten her. Was halte ich von Boostern im Allgemeinen? Sind gute Spaß-Supplements. Also ich bemerke halt, der Pump ist besser, der Fokus ist besser, die Energie ist da, sind sie entbehrlich zu 100%. Also wenn ihr sie nicht braucht, braucht ihr sie nicht, sie sind chronisch überteuert und versprechen auch immer mehr, als sie leisten können. Eine Tasse Kaffee hat denselben Effekt. Wie gesagt, ich komme nur etwas günstiger an Booster und von daher habe ich hin und wieder welche rumfliegen und nutze sie auch vor dem Training, besonders wenn ich so früh morgens trainiere. Aber es gilt weiterhin entbehrlich. Also wenn ihr gerade angefangen habt zu trainieren und euer Geld, gebt euer Geld sinnvoll aus, bitte. Kauft euch was Vernünftiges zu essen, kauft euch keine 40 Euro Booster mit 160 Gramm drin. Und ansonsten noch der Amino-Drink, den ich mir während des Trainings gemacht habe, schmeckt halt einfach nur geil und sich mit Aminosäuren während des Trainings zu versorgen ist halt sinnvoll, aber auch nur wieder unter bestimmten Blickpunkten. Nicht für jeden Youngster, wie gesagt, kauft euch nicht Amino-Drinks, packt euch voll mit irgendwelchen Supplements. Wenn ihr Gains machen wollt, trainiert hart und esst gut. Esst hart. Das war's eigentlich schon. Dann macht ihr Gains, keine Sorge. Wie gesagt, also bei den BCAAs ist es so, haben Studien untermauert, eine Stunde vor dem Training 10 Gramm BCAAs verringern die Erschöpfungs-, also Ermüdungserscheinungen und verbessern die Regeneration. Wie gesagt, meine Einnahme ist anders. Ich nehme sie während des Trainings 10 Gramm. Ob ich mir damit jetzt diesen studienuntermauerten Effekt, der sowieso fraglich ist, weil das Studiendesign immer schwierig aufgebaut ist, zerstöre, spielt das für mich auch keine Rolle. Es schmeckt halt einfach gut und ich fühle mich gut dabei. Dementsprechend dieser Amino-Drink. Aber wie gesagt, wenn ihr Gains machen wollt, Ernährung, Training. That's what's up. Kann nicht mehr gehen. Beintraining ist durch, 5x5 Squats, Hackenschmidt, Beinbeuger, Waden. Kann nicht mehr gehen. Das ist jetzt mein Post-Workout für die Quest Bar Illuminaten. Kostet einfach mal nur die Hälfte. 180 Kalorien, 20 Gramm Protein, 50 Gramm Carbs, 6 Gramm Fett. Schmeckt mega geil. Eine wichtige Sache zu diesen ganzen Post-Workout-Sachen, macht euch da nicht verrückt. Ihr müsst nicht in der Umkleide 30 Gramm Whey und 50 Gramm Maltodextrin noch vor dem Duschen einnehmen unbedingt. Oder ihr verbrennt, also alle Gains sind dann lost, wenn ihr nicht innerhalb von der ersten halben Stunde nach dem Training unbedingt was zu euch nehmt. Fahrt einfach auch gemütlich nach Hause, macht euch was gemütlich zu essen zu Hause. Mache ich in der Regel auch so. Ich habe jetzt den Riegel gegessen, weil ich jetzt noch einkaufen fahre. Und nicht jetzt schon ansonsten direkt esse. Was aber auch nicht schlimm wäre, wenn ich nicht essen würde. Also diese ganze Sache mit dem Insulinspike, den man da triggern möchte. Die Nährstoffe müssen auch erstmal ins Blut, eher generell Insulin ins Spiel kommt. Und wenn ihr sie nach dem Training direkt jetzt was in den Magen reinhaut, dann euer Körper wird gar nicht direkt anfangen zu verdauen. So, die Verdauung, also eher der Parasympathikus anfängt zu arbeiten, ihr seid noch im Adrenalin-Mode, dann müsst ihr erstmal runterkommen und dann könnt ihr euch gemütlich was zu essen reinziehen. Also keine Angst, eure Gains sind nicht lost, wenn ihr jetzt nicht eine halbe Stunde nach dem Training direkt was isst, nehmt euch eure Zeit, Hauptsache die Kalorienbilanz am Ende des Tages stimmt, das ist das, was den Ausschlag gibt. Der tough Herbstlook. So sieht mein Einkauf aus, inklusive unnachhaltige Plastiktüte, unnachhaltiges Hähnchenfleisch, Zwiebeln, ein paar Getränke, Cola mit zum Mix. Ich habe mir überlegt, gleich so kleine Burger zu machen aus dem Weizenbrot und dem Tata. Und das war's schon. Handelsblatt, beste Zeitung. Als Stipendiat bekomme ich sie jeden Tag, aber leider habe ich nicht immer die Zeit, sie zu lesen. So, da bin ich wieder frisch aus dem Training. Hier die Pascal Pro Sandwiches, ihr kennt sie. 160 Gramm Brot, 100 Gramm Hähnchenbrust, Salat, Gurken, Margarineaufschnitt, 500 Kalorien, 33 Gramm Protein, 69 Carbs, 7 Gramm Fett, dazu eine große Coke Light. Let's go! So, aus dem Tata habe ich mir jetzt 4 kleine Burger gemacht, die in die Toast kommen. Hat 220 Kalorien und 50 Gramm Protein mit einem Ei und ein bisschen Toastbrot, damit es zusammenhält.
Oh shit, keine 10 Minuten hat das gedauert. Picture that. Jetzt habe ich den Boden nach oben getan. Naja. Und da sagt mal einer, dass leckeres und gutes Kochen nicht schnell gehen kann. Das hat jetzt vielleicht 15 Minuten gedauert. Das längste war, die Burger zu braten. Das Brot kommt aus dem Toast. Ein so ein Brot hat 120 Kalorien in etwa. Jetzt habe ich die Seite mit den Nährwerten weggeschmissen, aber die bestehen eigentlich fast ausschließlich aus Carbs. Das ist also fuck, der Burger schmeckt einfach nur zu heftig. Ich habe jetzt einen weg. Und hier nochmal die genauen Macros für vier solcher kleinen Burger. Das sind 700 Kalorien, 70 Gramm Protein, 90 Gramm Carbs und 10 Gramm Fett mit dem Käse. Ich habe jetzt die die Blockhaus Barbecue Soße nicht mit dazu gezählt. Und das bisschen Brot und das eine Ei für die Burger habe ich auch nicht mit dazu gezählt. Also vier solcher kleinen Weizentoastbrötchen. Die sehen so aus. Und 200 Gramm Tatar, ein Ei, ein halbes Toast. Das alles vermengen und dann je nach Belieben belegen. Perfekter Snack, kann man überall auf den Tin nehmen, klein schneiden. McDonald's kann einpacken. Pascal Pro Burger. Hier die anderen zwei Burger. Die beiden kommen jetzt mit zur Arbeit, der ist hier nachher, die Küche ist wieder sauber, das Ganze hat nicht länger als eine halbe Stunde gedauert. So, eine kleine Gönnung wird noch durchgeführt zum Nachtisch und ich brauche noch ungefähr 140 Kalorien und 25 Gramm Protein, das passt perfekt. Let's do it. Ich habe mal so einen Rotkäse zwischendurch gegönnt auf Arbeit. That Christmas Coffee, Santa. So, frisch im Geschäft. Oh yeah, low carb on. Let's try it out. Mmm, shit. Der schmeckt halt wirklich so, wie er es verspricht. Peanut Butter at its finest. Der Riegel hat 220 Kalorien, 6 Gramm Fett, 24 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe daraus, 22 Gramm Protein. Mmm. Kalorien in 100 Gramm, das ist ja nicht viel. Letzte Mahlzeit des Tages. 30 Gramm Whey in Wasser, 30 Minuten mit in die Gefriertruhe und es schmeckt perfekt. So, das war mein Full Day of Eating. Das war kein Bullshit Day oder Fake Day. So esse ich tatsächlich jeden Tag. Die Mahlzeiten variieren ein bisschen, aber haben von den Macros her immer so in etwa die gleichen Werte. Normalerweise esse ich ein paar Kalorien weniger, aber dieser Low Carb Riegel heute, dieser Oh Yeah, der musste sein, denn er war neu im Reglement und ich habe nicht im Sortiment und ich habe nicht zugenommen die letzten Tage, deswegen ist es okay. Form steht bei 80 Kilo und so soll es auch bleiben. Die Ernährung passt. Coke Zero in the glass, in the building. Good as